Professor Physalis bekommt einen eiligen Anruf vom Bürgermeister. In einem lokalen Schlachterbetrieb ist durch infektiöses Futter ein mutierter Rinderwahn ausgebrochen. Erste Mitarbeiter haben bereits ins Gras gebissen. Ein Heilmittel muss schnell her und Professor Physalis wird in die Pflicht genommen, seine Gehirnzellen schnellstens zu aktivieren, um die Menschheit zu retten. Doch es kommt, wie es kommen muss. Professor Physalis hat totale Denkblockade. Und die kann er sich gerade nun wirklich nicht leisten. In jeder verstrichenen Minute verbreitet sich der Rinderwahn weiter. Jetzt muss er schnell produktiv sein. Doch wie? Die Lösung liegt nahe. Er schleicht sich ins Zimmer seines Sohnes Philipp. Philipp hat ADHS und nimmt regelmäßig Ritalin, um sich ordentlich konzentrieren zu können. Also nichts wie her mit der Pillenbüchse. Aber was passiert da jetzt eigentlich in seinem Kopf? Um überhaupt etwas denken oder machen zu können, brauchen wir unsere Synapsen, die in etlichen Verschaltungen heftigen Shit hinbekommen. Ich denke, hey, ich will jetzt dieses Glas greifen. Und dann passiert das. Damn! Ohne unsere Synapsen wären wir gar nichts. Also, wenn ein Reiz im Kopf ankommt, strömt Calcium in die Synapsen ein. Dadurch verschmilzt das Vesikel, ein synaptisches Bläschen, in dem Botenstoffe gespeichert sind, mit der Membran der Synapse. Die Botenstoffe werden somit im synaptischen Spalt, dem Raum zwischen zwei Synapsen, ausgeschüttet. Der Botenstoff dockt anschließend an Rezeptoren der nachfolgenden Synapse an. So öffnen sich Natriumkanäle und Natrium strömt in die nachfolgende Synapse ein. Dadurch ändert sich hier die elektrische Ladung und der Reiz wird weitergeleitet. Der Botenstoff wird gespalten und zurück zur ersten Synapse geleitet. Philipp hat ja aber ADHS. Die Ursache für seine Aktivität und verminderte Aufmerksamkeit ist ein Mangel des Botenstoffes Dopamin im synaptischen Spalt und somit eine gestörte Signalübertragung. Wenn Dopamin durch das Vesikel in den synaptischen Spalt gelangt, wird es einfach zu schnell abgebaut und die Signalübertragung bleibt schwach. Durch Einnahme von Ritalin wird der Rücktransport teilweise blockiert und mehr Dopamin ist im synaptischen Spalt, wodurch Signale stärker übertragen werden. Bei gesunden Menschen wie Professor Physalis ist genug Dopamin im synaptischen Spalt vorhanden und eine normale Signalübertragung kann erfolgen. Durch die Einnahme von Ritalin werden auch bei gesunden Menschen die Dopamin-Rücktransporter blockiert, mehr Dopamin bleibt im synaptischen Spalt und die Signalübertragung wird zusätzlich verstärkt. So richtig zu empfehlen ist das allerdings nicht, da wir damit die Transportwege unserer Synapsen manipulieren. Das kann Blutdruckstörungen, Schlafstörungen und psychische Beeinträchtigungen zur Folge haben. So, Professor, jetzt wissen Sie also, was Sie Ihrem Kopf da gerade angetan haben. Professor?